Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Gerade sehe ich die Nummer 444 in meiner Uhr, Krebs. Das ist eine wichtige Nummer, ey. Kannst du auch über Internet als Engelnummer suchen. Hinteren Deck drei der Münzen. Eine positive Energie, drei der Münzen spricht, also hat mit Gesprächen zu tun, wichtige Gespräche. Und das kann für dich auch mit Arbeit zu tun haben. Ja, das könnte auch mit Arbeit zu tun haben. Es ist verschieden, ja. Also gerade könnte ich schon bei dir über Arbeit reden, Krebs, ja. Also könnte schon der Fall jetzt sein für eine Gruppe von euch, ja. Also wichtige Gespräche, ein gutes Zusammenarbeit. Das Zusammenarbeit ist hier in dieser Karte schon zu sehen, diese drei der Münzen. Gutes Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ein gutes Verständnis, ja. Sehr gute, also viel Reichhaltigkeit in dieser Karte, ist eine positive Energie, drei der Münzen, ja. Also, ich sehe natürlich mehrere Menschen hier, die Karte der Stern, Sternzeichen Wassermann. Aber die Herrscherin, Stier, Waage. Ich sehe hier mehrere Beteiligten, Krebs, mehrere Beteiligten, ja. Also du siehst ja, klar, wenn wir jetzt natürlich hier über Arbeit reden, es ist natürlich klar, dass man mit mehreren Menschen zu tun hat, ja. Und deswegen sieht man hier diese mehrere Menschen, mehrere Beteiligten. Also für dich sind diese Karten, die gekommen sind, zwei der Stäbe, acht der Schwerter und die Karte der Wagen. Also Krebs, es ist ziemlich interessant. Die Karte der Wagen spricht für deine Energie, Sternzeichen Krebs. Und genau auf den Würfeln kam auch Sternzeichen Krebs. Ja? Also gerade ist deine Sternzeichen sehr stark zu spüren in dieser Legung. Sternzeichen Krebs wie du. Die Nummer 3, genau wie bei Sternzeichen Stier, hatte ich auch den gleichen Fall gehabt. Das Gefühl wäre, ich möchte etwas machen. Zum Beispiel, wenn das hier jetzt für dich eine Reise ist, Krebs, dass du was vorhast, du möchtest eine Reise machen. Und du musst jetzt schauen, wann du das machen darfst oder kannst. Du musst deine Termine jetzt organisieren. Ja, damit du diese Reise ja, machen kannst, an welchem Datum und so weiter. Das Gefühl ist hier, man macht hier Pläne, ja. Ich mache meine Pläne, ich habe etwas vor. Es ist kompliziert in manchen Fällen, ich weiß nicht, wie ich das am besten machen kann. Oder es gibt schon ein bisschen so eine Situation von Blockade, achte Schwerter, einen Hindernis, es gibt hier einen Hindernis für diese Pläne, aber du siehst ja die Karte der Wagen in dieser Position. Ich sehe hier eine Reise, Krebs. Also es gibt hier eine Situation, die Karte der Wagen ist eine Karte auch, die mit dem Schicksal verbunden ist. Also dein Schicksal ist hier, ist eine Karte, die sehr viel für die Existenz spricht, ist Nummer 7, eine sehr spirituelle Nummer, einen großen Arkana. Eine wichtige Entscheidung doch ist hier tatsächlich. Ich sehe hier schon eine wichtige Entscheidung, ja. Denn Ego spricht ständig in unseren Kopf rein, ja. Also diesen Ego, die ständige Gedanken, die uns sagt, nein, mach das nicht, lieber nicht. Ja, was werden dann? Also, denn Ego ist natürlich da. Aber ich spüre hier Erfolg in dieser Entscheidung, die du treffen möchtest. Irgendeine Entscheidung gibt es hier.
Ob das für dich einfach nur eine Reise ist oder ob das doch mit Arbeit zu tun hat, dass du sagst, ich muss hier eine Entscheidung treffen, ja, was ich mache. Krebs, in manchen Fällen, jemand arbeitet hier doch mit Autos, ja, einen Automechaniker oder die Autos sind wichtig für dich in irgendeiner Art, ja. Es gibt hier eine Situation, was mit Wagen, mit den Wagen, also ich hole mir mehrere Karten. Krebs, weil im Prinzip würde ich denken, die Energie ist deutlich. Ja? Also die Energie bei dir gerade ist eigentlich deutlich. Ich spüre hier schon eine Handlung. Ja? Es gibt schon eine Handlung hier, die vielleicht so, wo du deine Zweifel hast oder wo du dir. Ja, weil die Gedanken sind ständig da und mag sein, aber es gibt hier eine gute, positive Situation bei dir. Die Karte der Wagen hat mit einer Entscheidung auch zu tun, ne? Interessant, die Nummer 3 auf den Würfeln und die Nummer 3 als Energie. Nochmals, die gleiche Situation hatte ich bei Sternzeichen Stier. Sage ich jetzt nur nebenbei. Ja? Gibt es eine Verbindung durch die Arbeit bei dir mit einem Wunschpartner? Könnte möglich sein. Möchte man hier doch eine Handlung machen? Und es hat hier mit einer Reise zu tun. Zenderstäbe. Irgendwie, man hält das nicht mehr aus, man möchte hier doch was machen, man möchte so eine Situation, ja. Die Nummer 3 zeigt sich oft das, ja. Die Nummer 3 zeigt sich oft das. In manchen Fällen eine Distanz gibt es doch. Vier der Stäbe, eine wichtige Energie. Nochmals, schau mal bitte jetzt hier. Du siehst hier acht der Stäbe, vier der Stäbe, viele Stäbe bei dir, aber wir reden hier über Handlungen natürlich, über ja, eine Reise. Du siehst hier ein Flugzeug, einen Koffer. Es gibt schon hier, ist das für dich ein Umzug in manchen Fällen? Reden wir hier über einen Umzug für dich? Man packt seinen Koffer und man geht. Man geht tatsächlich. Ich spüre hier ein Zuhause, ein neues Zuhause. Für eine Gruppe hat das hier mit einem Umzug zu tun, ja? Für eine Gruppe. Für jemand anderen ist das hier eine Reise. Es ist nicht leicht, weil es hat mit einer Entscheidung zu tun. Der Gehängte, ja. Eine Blockade nochmals. Krebs, schau mal bitte jetzt. In der Mitte fünfte Münzen. In der Mitte diese fünfte Münzen und du siehst, fünfte Münzen spricht für, man fühlt sich irgendwie allein oder man fühlt sich nicht wohl. Das ist hier ein Gefühl von Verlust. Ja, ein Gefühl von Verlust tatsächlich. Ja. Wenn diese Karte erscheint, wir müssen auch trotzdem aufpassen, dass man halt nicht Sachen verliert. Ja, dass man die Schlüssel verliert vom Zuhause, vom Auto, dass du deine Schlüssel vom Auto verlierst, dass du dein Portemonnaie verlierst. Ja, also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, achtsam sein, ja, dass man nicht Sachen verliert. Auch, dass du stolperst und dass du dir weh tust. Also ist eine Karte, die etwas mit solchen Unfällen zu tun hat. Ja? Also vorsichtig mit der Energie oder dass man zu schnell was machen möchte und irgendwie. Ja. Drei der Stäbe. Fünfte Münzen und die Karte der Wagen.
Die Energie ist ein bisschen, ich hole mir jetzt ein bisschen Karten noch als Klärung, weil die Energie ist in eine niedrige Vibration, ja? Ich spüre hier eine niedrige Vibration. Oder ich möchte eine Sache machen, ich möchte etwas machen, aber darf mich niemand sehen. Du siehst ja, diese Person hier versteckt sich schon ein bisschen, also so ungefähr, es darf mich niemand sehen. Ich spüre hier etwas Verluste in den Finanzen. Für eine Gruppe könnte das auch heißen, ich möchte in manchen Fällen doch eine Reise machen. Ich möchte eine Reise machen, aber finanziell gesehen ist momentan nicht die Zeit dafür. Ich möchte eine längere Reise machen, aber finanziell ist nicht die Zeit dafür, weil ich bräuchte mehr Geld für diese Reise zum Beispiel. Ja. Drei der Stäbe, vier der Münzen und die Karte der Turm spricht für Veränderungen hier. Ich habe die Karte der Turm und die Karte der Wagen. Also wir reden hier über große Veränderungen für dich, ja? Große Veränderungen. Also schau mal bitte, vierte Münzen, fünfte Münzen. Ich sehe hier schon eine Geldausgabe. Eine Geldausgabe ist hier. In manchen Fällen, es ist genauso, wie ich dir das gesagt habe, Krebs. Also man möchte hier schon eine Reise machen, aber momentan ist das Geld dafür nicht. Denn ich habe nämlich mehrere Ausgaben. Größere Ausgaben und das ist das Problem halt. Soll ich trotzdem diese Reise machen oder nicht? Denn ich sehe hier schon eine Distanz zu einer Person, ja? Es gibt eine Distanz hier. Entschuldigung, Krebs, meine Pause, ehrlich, aber ich sage dir eine Sache, ich habe bei dir gerade, also die Karte der Wagen ist ein wichtiger, großer Arkaner, die Nummer 7 und immerhin spricht ja für Erfolg, ja, also diese Reise sozusagen wäre positiv, ja. Fünfte Münzen in der Mitte. Sechste Kirche und der Herrscher. Sternzeichen wieder ist bei dir schon sehr präsent. Eh? Sternzeichen wieder nämlich auch. Aber sechste Kirche, ich sehe hier der Vater oder die Mutter deiner Kinder, Krebs. Ich sehe hier eine wichtige Person. Es gibt schon hier eine wichtige Person. In manchen Fällen, eine Person hat hier doch etwas vor hier. Aber deine Energie, Krebs, deine Energie ist die Karte der Wagen. Also so ungefähr, das ist Zukunft. Diese Karte hier spricht für Zukunft. Ich sage dir das jetzt nur, weil ich habe hier die sechste Kirche und die Karte der Herrscher. Und spricht sehr viel für die Vergangenheit, diese sechste Kirche. Nochmals, der Vater oder die Mutter deiner Kinder oder einen Ex einfach. Ja, kann eine Frau oder ein Mann sein, wir reden nur über Energien. Und ja, Sternzeichen wieder ist hier schon präsent, aber Krebs nämlich auch. Die Sache ist, das ist Zukunft und das ist Vergangenheit. Ich spüre hier dieses Gefühl von, ich blicke Richtung Zukunft. Ich treffe eine Entscheidung hier. Ja, ich denke zwischen zwei Personen. Wenn wir hier über Wunschpartner reden, hier habe ich mit zwei Personen zu tun. Zukunft und Vergangenheit. Und wenn nicht, wenn das Arbeit für dich ist, eigentlich das Gleiche. Ein vorherigen Arbeitgeber und was Neues. Man hat Angst hier. Ich habe Angst, hier etwas zu verändern. Ja, die Ängste sind da.
Ja, diese Angst ist da. Aber eigentlich den Erfolg nämlich auch. Von da aus Vertrauen, Krebs, bleibe im Vertrauen, weil die Energie zeigt sich für dich schon positiv. Ich glaube, man hat hier ein bisschen Bedenken, ja, oder man macht sich hier Gedanken, soll ich das machen oder nicht? Ich habe ein bisschen Angst hier. Ich habe Angst, das hier zu machen. Ich spüre hier mehr das Gefühl, dass man im Mangel lebt und nicht in Dankbarkeit. Ja? Man sollte in Dankbarkeit leben, dankbar für das, was man schon bereits hat, Vertrauen haben und in dem Glauben bleiben, dass alles gut wird. Es wird alles gut werden. Ja? Es ist wichtig, dass man im Glauben ist. Es ist extrem wichtig. Denn wenn ich im Glauben bin, wenn ich im Glauben bin, ich brauche gar keine Angst zu haben. Denn wenn ich, ja, ich bin im Vertrauen, ich glaube, dann brauche ich ja gar keine Angst zu haben. Ich weiß, dass alles gut sein wird. Das ist immer wie ein Widerspruch, ja. Krebs, du hast hier mit einer Person zu tun, die etwas manipulativ sein kann, ja. Ich sehe eine Person, gerade hier, eine Person, die in manchen Fällen sehr viel Alkohol trinkt. Oder irgendwie, so eine Situation ist hier, eine Person, die sehr viel Alkohol trinkt. Feuerelement, habe ich dir ja gesagt, Sternzeichen Widder. Löwe Schütze, auf den Wölfen Krebs. Zwilling, Jungfrau, Skorpion, Widder. Ja, also ich spüre hier eine Person, die nochmal sehr manipulativ sein kann. Eine Person, die mehrere Optionen hat, eigentlich. Nochmals, es kann für dich ein Ex sein. Diese Person, die ich hier habe, kann sehr gut manipulieren. Und sogar immer durch den Kindern, das Typische, ja. Durch den Kindern manipuliere ich meinen Partner oder meinen Ex-Partner irgendwie. Ja, es gibt mehrere Beteiligten hier. Ich habe eine Herrscherin und ich habe eine Königin der Kelche. Königin der Kelche, ich habe dir ja gesagt, Krebs, dass dein Element ist hier sehr präsent. Dein Element, Sternzeichen Krebs, wie du. Fische nämlich auch oder Skorpion auch. Wasserelement ist hier, aber ich habe auch eine Herrscherin. Also nochmals, ich habe ja über die Mutter oder den Vater deiner Kinder gesprochen. Ich sehe hier schon, eine Person hat hier etwas vor, eine Handlung, ja. Genau. Das ist hier zu spüren. Ja. Qué fuerte. Qué fuerte. Zweimal die Karte, die Gerechtigkeit. Zweimal die Gerechtigkeit in der gleichen Stellung. Sternzeichen Waage. Und ja, die Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit spricht ja schon hier für eine juristische Situation. Und die Karte der Turm. Also die Gerechtigkeit mit der Karte der Turm. Schau mal die Kombination hier. Für mich ist das hier eine Scheidung. Ja? Aber das spricht nicht für alle. Weil für jeder von uns, wir sind ja in verschiedenen Situationen. Das ist eine abrupte, dramatische Situation. Weil wenn die Karte, das Gericht, die Gerechtigkeit, Entschuldigung, zweimal in die gleiche Stellung kommt, ist, weil die Situation schon sehr kompliziert war oder ist. Von da aus, ich rede über eine klare Veränderung in einer Situation bei dir. Wenn das Arbeit ist, ist eine Kündigung. Wenn das eine Beziehung ist, ist eine Scheidung, eine Trennung. Also ich meine jetzt, die Situation ist abrupt, schnell und unerwartet in manchen Fällen. Kann sogar deinen Boden bewegen, irgendwie. Man kommt von einer bestimmten Komfortzone raus. Ja, man kommt von dieser Komfortzone raus.
Das ist eine Sache, Chia. Schau mal bitte, zweimal die Gerechtigkeit und der Turm. Das ist ein Entschluss, ein Ende, eine Veränderung. Eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Das hat hier auch mit einer Wahrheit zu tun. Das hat hier mit unseren emotionellen Blockaden zu tun. Ja? Eine Veränderung, was mit dir selbst zu tun hat, mit deinem Verhaltensmuster zu tun hat. Das ist eine Lektion, die man lernt. Ja? Das hat hier mit einer Lektion zu tun im Leben. Sogar oft das. Also ich könnte hier denken, du bist oft das in der gleichen Situation jetzt gekommen. Und eigentlich, das ist für dich hier eine Lektion, die du schon wissen solltest oder gelernt haben solltest. Und immer wieder in die gleiche Probe reinfällst oder in die gleiche Situation reinfällst. Denn das hier hast du bereits gelernt. Du hast schon hier eine Lektion gelernt. Und nochmals, das Gefühl bei mir wäre, du bist oft das in die gleiche Situation reingefallen. Eigentlich ein Entschluss, die sich noch nicht so richtig ergeben möchte. Aber das ist eigentlich schon ein Ende mit einer karmischen Situation. Ja, also ich spüre hier so eine Sache. Ich sehe hier eine Befreiung. Ich sehe eine Befreiung und das hat hier, das wird sehr wichtig für dich sein, Krebs, für deine Existenz in diesem Leben. Ne? Ich sehe einen Loslassen, eine wichtige Entscheidung. Ist das für dich Arbeit? Kann perfekt sein. Wie gesagt, ich sehe hier Arbeit für dich nämlich. Ja? Ist das Arbeit das Gleiche? Ich meine, am Ende, man passt sich nur die Energie, so wie es für dich am besten ist. Aber was ich hier habe, ist schon sehr positiv, ja? Krebs. Ich spüre hier Erfolg in deiner Energie. Es gibt Erfolg hier. Es gibt Erfolg. Wenn du dich zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, ja, ich entscheide mich von diesem Arbeitgeber, einfach diesen Vertrag abzuschließen. Ich gehe da, ja? Das zeigt sich extrem positiv für dich. Hast du Angst, zu viel Geld zu verlieren in manchen Fällen? Habe keine Angst, du musst im Vertrauen bleiben. In dem Glauben bleiben, dass alles gut wird. Und es wird schon alles gut. Aber es ist wichtig, dass du mit deiner Energie arbeitest, mit deiner Vibration, ja? Dass du in einer besseren Vibration bist. Sollte diese Vibration hier, Krebs, nicht deine sein, dass du mit so einer Person zu tun hast, die sehr unreif ist, ständig im Verlust ist. Ja, eine Person, die du kennst, in manchen Fällen ist das hier ein Kind für dich, oder wie? Weil es ist ein Puppe der Stäbe. Ich sehe aber viele Menschen, ja, die Königin der Münzen und Königin der Kirche und die Herrscherin. Deswegen die Karte der Wagen. Die Karte der Wagen hat immer mit zwei Situationen zu tun und eine Entscheidung. Ich spüre dieses Gefühl von weiter nach vorne schauen und einfach weiter. Und es sieht aber sehr gut aus hier, Krebs, ja? Das Gefühl ist, dass du mit einer ziemlich unreifen Energie zu tun hast. Feuerelement ist auch sehr stark zu spüren. Ich sehe hier eine Person, die eigentlich mehrere Optionen hat und sehr manipulativ sein kann. Eine Person, die sehr gut überzeugen kann und die sagen kann, was du hören möchtest, aber eigentlich ist nur Manipulation. Starke Legung, Krebs, ja? Ich muss dir schon sagen, starke Legung, Augenblick bitte. Schau mal von meinen Bildern, was gekommen ist. Also ich sehe hier zwei so Teddybears oder ja, du siehst ja so, ist einfach nur interessant, wie das hier aussieht. Es sieht so wie ein Spielzeug für ein Bär für Kinder. Also man könnte hier mit Kindern zu tun haben, mit Babys. Du siehst, die sehen wie krank aus. Also man hat das Gefühl, die sind verletzt. Es gibt hier Verletzungen, Krankheit. Das spüre ich nämlich auch mit diesen fünften Münzen. Irgendwie eine Krankheit.
Ja, sie nur interessant finde. Dann zwei Personen, die am Computer arbeiten. Die Arbeit ist hier eine Verbindung. Internet, du siehst ja noch eine Person mit dem Fahrrad. So einen Brust, also einen Brust von einem Mann. Ich meine, unabhängig, also ich spüre hier eine starkes Anziehung, einen Körper, ich spüre hier eine Anziehung halt. Eine Person, eine Frau noch. Ich meine, wir haben sowieso gesehen, es sind auch mehrere Personen hier. In manchen Fällen die Arbeit, wie gesagt, die Arbeit ist die Verbindung hier. Und so Lippen. Du spürst ja, also ich sehe hier dieses Gefühl ständig von, ja, eine Anziehung zu einer Person. Diesen Körper sieht man ständig. Ja. Ich sehe hier den Schicksal, ich sehe Kommunikation, ich sehe die Existenz, ich sehe eine Führung, ja. Ich sehe Erfolg für dich, Krebs. Das ist das. Die Karte der Waage in dieser Position. Ich spüre hier schon eine wichtige Energie. Also so ungefähr das, was du hattest hier mit jemand. Also du schaust weiter nach vorne. Ich spüre hier einen Loslassen, Krebs. Ich spüre hier dieses Loslassen, dieses Loslassen. Und egal, wie du sagst, ob das ein Wunschpartner für dich ist oder die Arbeit ist, egal. Du wirst wissen, was das für dich ist. Aber ich spüre dieses Loslassen, dieses Gefühl von Befreiung. Das ist für mich eine Befreiung hier. Mit einer bestimmten Person, mit einer bestimmten Energie. Es gibt hier eine Befreiung. Ja? Es kann ein Chef sein für dich. Also, dass du sagst, ich habe mit meinem Chef doch ein Verhältnis gehabt. Und Chef oder Chefin, wie gesagt, und ich lasse los. Gibt es hier eine Verbindung durch die Arbeit? Ist diese Person hier verheiratet mit Familie? Man nochmals spricht das hier für einen Loslassen zu lassen. Das Wort hier gerade bei dir, loslassen, kann ich groß schreiben, dass man sagt, ich befreie mich hier von dieser bestimmten Situation, die mir eigentlich nur Mangel gibt, Verlust gibt und sonst nichts. Ja, ich befreie mich von dieser Situation. Ich mache hier einen Schluss. Also ich muss dir sagen, Krebs, das Universum ist bei dir gerade ziemlich präsent. Das Universum mit der Karte der Turm, zweimal die Gerechtigkeit. Und die Karte der Waage, ja. Also wir reden hier schon über eine interessante Energie. Und nur du, für dich. Ja, aber Erfolg auf jeden Fall. Von Erzengel Michael kam für dich Sinn für Humor. Sinn für Humor. Ich finde es eine positive Karte. In manchen Fällen, wir mussten auch mehr lachen können. Ja, es ist wichtig, mehr lachen können, die Situationen nicht so ernst nehmen oder versuchen, dass die Situationen dir emotionell nicht so direkt persönlich angreifen können. Also, verstehst du, was ich meine? So emotionelle Blockaden oder du weißt, wie das ist. Diesen Zustand hier können wir selbst schon ändern, verändern. Diesen Zustand können wir selbst verändern. Ja? Also diese Blockade, die ich hier habe, diese emotionelle Blockade, kann ich natürlich ändern. In meinem Kopf, mit meinen Gedanken. Es gibt über YouTube viele Videos über diese Situation, wie wir mit unseren Gedanken arbeiten können, damit unsere Vibration nicht so niedrig ist. Denn alles spielt sich in deinem Kopf, Krebs. Alles spielt sich in deinem Kopf. So wie du mit deinen Gedanken bist, das äußert sich nach außen. Ja, also so wie innen, außen. Von da aus, da mussten wir aufpassen. Du solltest einfach nicht zulassen, dass die Stimmung von anderen Menschen dich angreifen können. Dass du die Schlüssel von deinen Emotionen jemand anderen geben kannst, dass anderen Menschen deinen emotionellen Zustand beeinflussen können. Das darfst du nicht erlauben. Es ist kompliziert, ja, ziemlich sogar, ziemlich kompliziert. Aber kann man das machen? Ja, man kann das machen. Und da spricht schon
aus eigener Erfahrung. Man kann das natürlich machen. Ja? Nochmals, ist kompliziert, ja? Ist nicht leicht, nein, weil das ist eine tägliche Arbeit. Das ist wie Zähne putzen. Aber noch schlimmer als Zähne putzen, weil Zähne putzen tust du zweimal, dreimal am Tag vielleicht. Ja, kommt bei jeder drauf an. Aber das hier ist eine ständige Situation, eine ständige Arbeit. Also du musst fast ständig dabei sein. Ja, also du musst deine Gedanken kontrollieren können, dürfen, müssen, damit du deine Vibration hochhältst. Es ist wichtig. Wenn du im Mangel lebst, ist genau die Energie, die das Universum von dir empfängt, und nicht genau das, was du wieder zurückbekommst. Weil das Universum dir gibt das, wie du vibrierst. Wenn du im Mangel vibrierst, niedrig vibrierst, genau das ist, was du zurückbekommst. Wenn du in Dankbarkeit lebst und täglich und in jedem Moment dankbar bist für alles, was du besitzt, für das Essen, was du auf dem Tisch hast, für diesen Dach, was du ja, über deinen Kopf hast. Wenn du dankbar bist für alles, für die Gesundheit, für deine Familie, für das, was du schon besitzt, ja, genau das ist, was du zurückbekommst. Mehr Dankbarkeit, mehr Fülle, ja. Nur Menschen, die dankbar leben, bekommen noch mehr Segnungen, ja. Denn die Menschen, die mit wenig dankbar sein können, sind Menschen, die immer noch mehr bekommen werden. Vorsichtig mit diesen Emotionen. Das kannst du schon kontrollieren, wenn du möchtest. Und nicht vergessen, nicht im Mangel leben, sondern in Dankbarkeit leben. Es ist wichtig. Dein Zuhause wird von Engeln beschützt. Und geh ohne Angst weiter. Diese Karte ist bei mehreren Sternzeichen heute gekommen. Geh ohne Angst weiter. Geh ohne Angst weiter. Krebs, ja. Also geh ohne Angst weiter, tatsächlich. Dein Zuhause wird von Engeln beschützt. Und Gebete werden in dieser Situation helfen. Also ich empfehle dir schon zu beten, dankbar zu bleiben. Vollmond in Sternzeichen wieder, habe ich dir ja gesagt. Es kommt was, tja, Veränderungen auf jeden Fall. Eine wichtige Klimax kommt hier. Zeige die Welt, wer du bist. Zeige die Welt, wer du bist. Krebs, das ist ja deine Energie. Das ist die Nummer 7. Diese Nummer spricht für das Jahr 2023. Also ich rede hier über Erfolg für dich. Unabhängig, worüber wir jetzt hier genau reden, ich sage dir, das ist die Karte der Wagen. Hat das ja mit einer Reise für dich jetzt, ja. Aber spricht das viel mehr als das? Spricht das für mehr, also diese Existenz? Ja, das sind die wichtigen großen Arkana. In manchen Fällen spricht nicht für eine Routine, sondern diese Situation hier ist doch wichtig für dich. Die Veränderungen sind da und hast du gerade gesehen. Ist das ein Umzug für dich? Kann ziemlich gut möglich sein. Aber das ist einfach eine starke Legung. Ist eine starke Legung. Krebs. Es kommt jetzt auf dich drauf an, wie schnell die Energie ist. Oder wie langsam. Es liegt an dir. Warum? Es kommt auf deine Vibration drauf an. Es kommt auf die Vibration drauf an. Weil die Energie zeigt sich ja positiv. Vergesse nicht, es spielt sich alles nur in deinem Kopf. Diesen Ego spielt sich nur in deinem Kopf. Ja? Ich sehe hier mehrere Unterschiede zwischen zwei Personen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Wunschpartner reden. Es gibt hier große Unterschiede, ja. Und ja, ich meine, so ist es. Also die Energie ist mächtig. Das sage ich dir aber nämlich auch. Die Energie ist mächtig. Ich spüre dieses Gefühl von Loslassen und neue Anfänge, wenn ich dir ehrlich bin, ja. Und das ist nämlich so. Also, Krebs, das ist die Energie, die ich hier habe für dich. Ich weiß nicht, wie du in Resonanz kommst. Ich bin nur sprachlos mit deiner Energie. Ja, und jeder weiß, in welcher Situation sich befinde. Ich sehe hier eine Reise und das ist schon mal sicher. Eine Reise ist hier. Ja, das ist schon mal sicher. Die Gedanken sind da, ja, aber die Reise nämlich auch. Ja.
Also, das ist schon mal sicher. Krebs, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.